Hallo, ich bin Carlotta und wir, die Klasse 3D der Schule BAG Schloss Wagrain aus Vöcklabruck, wollen heute ein paar Leute aus Linz zu dem Thema Fußball-WM 2018 befragen. Warum finden Sie die WM spannend? Ich finde, das ist eine super Atmosphäre. Weil sie Fußball auf einem sehr hohen Niveau bietet. Weil man so viele verschiedene Nationen sieht. Weil die Mannschaften sehr ausgeglichen sind. Die Weltmeisterschaft ist insofern spannend, um zu sehen, wie sich die unterschiedlichen Kontinente in ihrer Professionalität im Fußball entwickeln. Was sagen Sie dazu, dass die Top-Favoriten ausgeschieden sind? Ja, als Deutscher gefällt es mir natürlich nicht. Ja, wie gesagt, das ist überraschend, aber man sieht, dass sich auch die bisherigen Nationen, die noch nicht so gut gespielt haben, immer stark weiterentwickeln. Ich denke, es ist nur ein Spiel, für mich wäre das kein Weltuntergang. Ja, es ist spannend zu sehen, dass die ganzen unbekannten Mannschaften so gut spielen. Leider ein paar ausgeschieden. Welches Ergebnis hat Sie am meisten überrascht und wieso? Am meisten überrascht hat mich das Aus von Deutschland gegen Mexiko, weil die Deutschen ja als Turniermannschaft bekannt sind. 5-0, das Auftaktspiel Ausland. Das 2-0 gegen Deutschland von Korea, das hat mich schon sehr überrascht, muss ich sagen. Belgien gegen Japan und da, das war wirklich interessant, da habe ich gern zugeschaut. Welche Fußballmannschaft ist bzw. war Ihr persönlicher Favorit und warum? Brasilien, weil sie einfach einzigartige Einzelspieler haben, zum Beispiel den Neymar. Frankreich ist sehr stark und zu denen hilft ja, weil die haben einfach viele junge und gute Spieler. Brasilien, weil es die besten Einzelspieler hat. Und wer wird Ihrer Meinung nach der Weltmeister 2018? Nach dem gestrigen Ergebnis Belgien. Derzeit glaube ich, dass Belgien die besten Karten hat. Kroatien oder Brasilien? Ich persönlich würde es den Franzosen oder Spanien wünschen. Das kann ich nicht sagen. Ich wünsche allen viel Glück und freue mich mit jedem Land mit. Nach einem erfolgreichen Tag kamen wir um 14 Uhr zurück. Uns hat es sehr viel Spaß gemacht.